Ich habe mich nur mit der ersten Zeile befasst. Was willst du dich betrüben? Sie hat mich sehr erschrocken. Ich bin zurückgeworfen worden in meine Kindheit im Winter 1945. Kam die russische Front über uns. Ich komme aus Pommern. Ich war ein Junge von knapp 5 Jahren und habe den Schrecken des Krieges erlebt. Das sind unvergessliche Erinnerungen, die immer in mir bleiben werden. Dieser Schreckensruf, die Russen kommen, das ist etwas, was mir immer geblieben ist. Wenn man zurückkommt auf den Bauernhof, von dem ich komme, und alle Tiere getötet wurden, dass das Klavier, auf dem meine Mutter Bach spielte, umgeworfen wurde. Das sind Bilder, die immer bleiben. Wie kann ich sozusagen dann das vergessen? Wie kann ich mich nicht darüber betrüben? Aber hier spricht ein Hirnforscher zu Ihnen. Ich weiß gar nicht, warum Sie mich eingeladen haben als Hirnforscher. Und dann gibt es eine andere Entdeckung. In 2 Wochen werde ich mit meiner Frau in Moskau sein. Und ich habe festgestellt, dass die engsten Freunde, die ich habe, Russen sind. Dass wir uns umarmen, wenn wir uns wiedersehen. Viktor Markowitsch Schklowski. Es ist etwas passiert, das in meinem Gehirn ja ein Gleichgewicht wiederhergestellt hat, dass der Schrecken, der Hass, die Angst nicht geblieben ist. Bach ist für mich, für meine Familie immer sehr wichtig gewesen. Als ich dann mit 11 Jahren in Freiburg im Breisgau in ein evangelisches Internat kam, hat der Junge seiner Mutter zu Weihnachten geschenkt die Chronik der Anna Magdalena Bach. Es ist eigentlich erstaunlich, was sozusagen dann in so einem kleinen jungen Gehirn vor sich geht, um vielleicht so etwas wie Versöhnung oder Gleichgewicht zu suchen. Nun, warum erzähle ich das als Hirnforscher? Weil ich glaube, dass wir in uns einen Mechanismus tragen, der nach dem Gleichgewicht strebt, das Gleichgewicht sucht und der auch gleichzeitig wichtig ist für die Herstellung unserer personalen Identität. Wer bin ich eigentlich? Wer sind Sie eigentlich? Ich bin tatsächlich auch geprägt durch die Erinnerungen, die ich für immer in meinem Gehirn trage. Wir machen jetzt mal ein Experiment. Wir Hirnforscher machen immer Experimente. Jeder macht jetzt mal eine Zeitreise in die eigene Vergangenheit, als Sie 5 oder 10 Jahre alt waren. Und da haben Sie ein Bild vor sich, das sich für immer eingeprägt hat. Das kann ein Bild des Schreckens oder auch der Freude, der Liebe gewesen sein. Und Sie werden feststellen, dass Sie selber in dem Bild vorkommen. Sie schauen sich gleichsam selber über die Schulter. Und die Tatsache, dass wir das können, dass wir uns verdoppeln, dass wir unser Doppelgänger sind, macht unsere personale Identität aus. Und so ist es dann auch wichtig für mich, für jeden, dass diese Ereignisse des Schreckens bleiben, aber im Rückblick nicht mehr so schrecklich sind. Wir verklären gleichsam die Vergangenheit und dass wir betrübt sind, jetzt in Zukunft und waren, gehört einfach zu unserer Existenz dazu, die Grenzsituationen unserer Existenz auszuschöpfen. Nun, ein Sprung in die Wissenschaft. Sie haben die Musik gerade gehört und können Sie sich vorstellen, dass es jedes der Stücke doppelt so schnell oder doppelt so langsam gespielt wurde.
Man kann sich das gar nicht vorstellen. Was man feststellen kann ist, und das wollen wir festhalten, dass es so etwas gibt wie einen natürlichen zeitlichen Rahmen, innerhalb dessen wir etwas erleben oder wie wir miteinander sprechen. Wenn Sie mir zuhören, falls Sie mir zuhören, werden Sie feststellen, dass ich immer Satzaussagen mache, 6, 7, 8, 10 Silben. Dann kommt eine Planungspause von ungefähr 500 Millisekunden, die manchmal überbrückt wird durch paralinguistische Vokalisationen. Das sind die kreativen Phasen in der Sprache, die Äs. Ja. Und so ist jede Sprache der Welt zeitlich strukturiert. Und das ist ein Mechanismus des Gehirns, der für uns alle gilt, damit wir überhaupt kommunizieren können. Ich brauche einen Satz gar nicht mehr zu Ende sprechen, weil Sie antizipieren können, was ich gleich sagen werde. Das heißt, dieser Mechanismus von ungefähr 2, 3 Sekunden schafft eine Gegenwart, die wir miteinander teilen, in der wir kommunizieren. Und wenn wir diese Musik hören, dann bewegen wir uns in eine gemeinsame Gegenwart hinein, in der wir miteinander verbunden sind, wo es einen empathischen Bezug gibt zwischen uns allen. Wir teilen die Zeit, die Gegenwart. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis aus unserer Forschung, dass wir im Grunde zwei Bewusstseinszustände haben. Einmal die kalte Reflexion über einen Sachverhalt, also so manchmal eine protestantische Predigt, die ich als Schüler dann im Internat so erlebt habe. Und dann gibt es den unmittelbaren empathischen Bezug, wo man emotional miteinander verbunden ist. Und dieses 2, 3 Sekunden Fenster ermöglicht uns, die Zeit gemeinsam zu teilen, miteinander verbunden zu sein. Und es ist nun außerordentlich interessant, dass in der Musik und in der Dichtkunst dieses natürliche Zeitgefäß, die subjektive Gegenwart, aufzufinden ist und für uns alle gilt. Wenn man über Gegenwart nachdenkt, wird man natürlich sofort ins 4. Jahrhundert zurückversetzt. Im 11. Buch der Confessiones schreibt Augustinus diese berühmte These, quid est enim tempus, also was ist die Zeit, wenn mich keiner fragt, weiß ich es. Soll ich einem fragen, es erklären, dann weiß ich es nicht. Und ganz wichtig in diesem Text von Augustinus ist, wenn man fragt, was ist eigentlich, in welcher Zeit lebe ich eigentlich, was ist Gegenwart, was ist Vergangenheit, was ist Zukunft, und er sagt, es gibt eigentlich nur Gegenwart. Conduitus, die Anschauung. Zukunft ist Expectatio, Vergangenheit, Memoria. Und wir in der modernen Forschung versuchen, diese Gegenwart tatsächlich jetzt auch zu messen. Und es sind eben diese paar Sekunden. Und dann stellt man nun fest, wenn Sie hier noch die Musik noch mal hören, dass tatsächlich so eine zeitliche Struktur gegeben ist, die natürlich von einem Gedicht auch vorgegeben ist. Immer 6, 8, 10 Silben maximal. Bei dem Gedicht, was hier vertont wurde, sind es jeweils 6 oder 7 Silben einer Zeile. Sie mögen mir vielleicht nicht glauben, aber ich gebe Ihnen ein Beispiel, dass tatsächlich in der Dichtkunst, nicht nur in der deutschen, das ist in der chinesischen, japanischen, französischen, in allen Sprachen der Welt, ist es immer so, eine Verszeile dauert 2 bis 3 Sekunden. Hören Sie mal nicht auf den Inhalt. Geschrieben steht, am Anfang ist das Wort. Also im Faust, nicht wahr, als Faust alleine sitzt, fängt er an, das Johannes-Evangelium zu übersetzen und beginnt. Geschrieben steht, am Anfang ist das Wort. Es dauert genau 3 Sekunden. Hier stocke ich schon. Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch wie möglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen, wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. Geschrieben steht, am Anfang ist der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile. Es ist der Sinn, der alles wirkt und schafft. Jetzt hat es irgendwie ausgesetzt. Es sollte stehen, am Anfang ist die Kraft. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist. Auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost. Am Anfang ist die Tat. Und hier bringt eigentlich
Goethe genau das zusammen, was diese zwei Formen des Bewusstseins ausmacht. Das Rationale, das Wort, an das wir glauben, aber die rationale Reflexion über einen Sachverhalt, aber dann die Tat. Sozusagen das, was uns miteinander verbindet, das ist das Gegenwärtige. Und dieses Gegenwärtige, das erleben wir hier, das erleben wir in der Musik, das erleben wir in der Dichtkunst, dass die Verszeile ungefähr diese Dauer hat. Dann kommen natürlich immer Fachleute und sagen, das stimmt überhaupt nicht. Beim Hexameter ist es ganz anders, weil es ja viel länger ist. Das ist durchaus richtig. Auch das Schöne muss sterben, das Menschen und Götter bezwinget. Nenje, Schiller, ist eine Zeile, aber hören Sie, auch das Schöne muss sterben, das Menschen und Götter bezwinget. Die Zäsur dazwischen. Das heißt, wir haben ein natürliches Gefäß im menschlichen Gehirn, das eine Zeit vorgibt, eine zeitliche Bühne ist, die in der Dichtkunst und in der Musik genutzt wird. Und wenn wir als Naturforscher uns mit Musik beschäftigen, dann eben nicht nur mit der Melodik, sondern die Zeitstruktur ist wichtig, der zeitliche Rahmen, innerhalb dessen überhaupt etwas ermöglicht wird, damit ein empathischer Bezug hergestellt wird. Wenn Sie das jetzt nachher nochmal hören, stellen Sie sich einfach vor, ich will Sie nicht verführen, das viel schneller oder viel langsamer zu spielen. Es gibt ein normales, ästhetisches Gefühl für das richtige Tempo. Richard Wagner hat einmal gesagt, man hat ein Musikstück dann verstanden, wenn man das Tempo verstanden hat. Und das Tempo wird im menschlichen Gehirn gemacht. Das sind neuronale Prozesse, die eine Bühne vorgeben, innerhalb derer wir etwas zum Ausdruck bringen, ein Gefühl zum Ausdruck bringen, einen Satz zum Ausdruck bringen, ein musikalisches Motiv zum Ausdruck bringen. Wir haben das sogar untersucht. Wir haben Versuchspersonen ins Gehirn hineingeschaut mit funktioneller Kernspintomographie und festgestellt, das war jetzt mal nicht beim Bach-Motiv, beim Holländer-Motiv, wenn man das zeitlich staucht oder dehnt, dann reagiert das Gehirn ganz anders. Das heißt, das unmittelbare ästhetische Empfinden ist gebunden an ein Zeitfenster von wenigen Sekunden. Das ist eine anthropologische Universalie, innerhalb derer wir etwas zum Ausdruck bringen, wo es einen unmittelbaren emotionalen Bezug zu anderen gibt. Das heißt, wir nüchternen Naturforscher beschäftigen uns mit einem Hintergrund, mit der zeitlichen Bühne, innerhalb derer etwas zum Ausdruck gebracht wird, wo eine Nähe erzeugt wird. Und das macht sozusagen den menschlichen Geist aus. Die Komplementarität von Nähe, von dem empathischen, emotionalen Bezug, etwas Gegenwärtiges, wo nichts hinterfragt wird. Und dann der rationale Diskurs. Und wie Plato gesagt hat, Denken ist das Gespräch der Seele mit sich selbst. Nun, wenn ich so herumschaue, manche sind ja hier schon, sagen wir mal, über 50. Ja? Und ich denke mir, dass wir gerade, wenn wir älter werden, diese Möglichkeiten ausnützen sollten und ausschöpfen sollten, die uns gegeben sind, in dem Gespräch mit anderen gemeinsame Gegenwarten zu schaffen, innerhalb derer wir uns auch eine Erfüllung finden können. Ich habe ein Buch da geschrieben, das heißt, je älter, desto besser. Und da geht es im Wesentlichen auch darum, dass wir Gegenwart gewinnen, dass jeder von uns sich befreit von einem anderen, in einer Szene, die auch im Faust beschrieben ist. Wenn wir gegen den heutigen Tag, dieses Carpe Diem von Horaz beschrieben, die 11. Ode, dass wir einen ganz anderen Bezug zueinander, zu uns selber auch haben und dass wir immer nicht nur klagsam in die Vergangenheit schauen, wie es manche der Älteren der Generation plus tun, oder nicht nur voller Sorge in die Zukunft schauen. Und das heißt wiederum im Faust, die Sorge nistet gleich im tiefen Herzen, dort wirket sie, geheime Schmerzen, unruhig wiegt sie sich und störet Lust und Ruhe. Sie deckt sich stets mit neuen Masken zu, sie mag als Haus und Hof, als Weib und Kind erscheinen, als Feuer, Wasser, Dolch und Gift. Du bebst vor allem, was nicht trifft. Und was du nie verlierst, das musst du stets beweinen. Das heißt, die Aufforderung auch durch die Musik ist, die Gegenwart zu erkennen, die Gegenwart zu nutzen und in dieser Gegenwart zu leben. Ich danke Ihnen.